Lammhackfleisch, grüne Pfefferkörner, gelbe Senfkörner, mildes Currypulver, Fenchel, Salat, Gurke, Joghurt, Minze. So Lammhackfleisch in eine Schüssel geben. 2 türkische Lire, eingelegte grüne Pfefferkörner abspülen und zugeben, außerdem 1-2 Teelöffel gelbe Senfkörner und 2 gestrichene EL hochwertiges Fertig-Currypulver oder eine hausgemachte Currymischung. Alles verkneten und abschmecken. Zu 4 dicken Küchlein formen und 15 Minuten an einem kühlen Ort ruhen lassen. 1 kleine Fenchelknolle in dünne Scheiben schneiden und 1/2 kleine Salatgurke schälen, längs halbieren und entkernen. Die Gurke in feine Scheiben schneiden und mit dem Fenchel vermischen. 350 Gramm Naturjoghurt, Klammer auf, zum Beispiel griechischer Joghurt, Klammer zu, leicht durchschlagen, bis er weich und flüssig ist, dann Fenchelgurke, 4 Esslöffel, gehackte Minzeblätter und etwas Salz und schwarzen Pfeffer unterziehen. Die Lammküchlein mit ein bisschen Öl, in einer beschichteten Pfanne an -2 Arten, von Zeit zu Zeit wenden, damit sie gleichmäßig gar werden. Wenn sie außen goldbraun und klebrig sind, herausnehmen, kurz auf Küchenkrepp abtropfen lassen und mit der Fenchel-Joghurtsoße servieren. Für 2 Personen. 18 cm gutes Fleischküchlein sollte locker sein, deshalb vermeiden Sie es am Testen, das Fleisch zu fest zu drücken. Allerdings bedeutet das, dass die Kochlein in der Pfanne leicht zerfallen. Legen Sie sie also ins heiße Öl und assen Sie sie in Ruhe, bis sie eine leichte Kruste gebildet haben, bevor Sie sie gesichtig wenden. Nehmen Sie Hühner- oder Rinderhack, wenn Ihnen das lieber ist. Huhn gehackt ein bisschen trocken sein, 2 Speckstreifen pro 400 Gramm Fleisch gut. Machen Sie Ihr eigenes Currypulver aus fein zerstoßenen Siu, 3 Damum und Koriandersamen und mischen Sie nach Geschmack unterstrich schwarzen Pfeffer dazu, bis Ihre Mischung so mild oder scharf ist unterstrich. Ich gebe auch gern ein wenig gemahlene Kurkuma hinein.